Bonjour, merci dat de Astrid-Lulling TV op dat kanaal kijkt. Je kunt de zending ook dauernd op mijn homepage www.astridlulling.lu gezien en luisteren. Over de weekend, waar we de 60e anniversaire van de Schumann-Declaratie van 9 mei 1950 gefeiert hebben, ook zu Lützeburg en zu Straßburg, om Sitz van het Europese Parlement, hat nu de Sommet van de Staats- en Regierungschef, op dem den Herr Präsident van Rompuy angeladen hat, sind dort die EU-Finanzministerin plötzlich sonden den 9. Mai zu Brüssel zusammengekommen, für den Euro zu retten. Was war geschieht? Für euch das zu erklären, habe ich bei mir am Studium mein deutscher Kollege Burkhard Balz, ein ganz wichtiger Akteur von unserer Fraktion, von der Europäischen Volkspartei, mit dem ich am Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Europäischen Parlament auch eng zusammenarbeiten und den meistens viel Verständnis für meine Positionen am Interesse von der Finanzplatz Lützeburg hat. Vielen Dank, Burkhard, dass du bereit warst, mit mir, unseren Zuhörern, zu erklären, weshalb ausgerechnet am Sonntag, den 9. Mai, das ist ja la Saint-Schumann, wie wir sagen, die Finanzminister plötzlich in Brüssel tagen mussten. Ich hatte schon geglaubt, der Gipfel, zu dem Präsident Van Rompuy eingeladen hatte, auch nach Brüssel natürlich, wäre eigentlich überflüssig, nachdem die Eurogruppe unter dem Vorsitz von Jean-Claude Juncker zur Rettung Griechenlands ja endlich Nägel mit Köpfen gemacht hatte. Weshalb mussten denn nach dem Gipfel der Staats- und Regierungschef plötzlich nochmal die Finanzminister antreten? Ja, gute Frage, Astrid. Ich habe mich zunächst auch einmal gewundert, mich dann natürlich nochmal kundig gemacht. Und es ist ein ganz normaler Vorgang gewesen. Am Freitag haben sich die Staats- und Regierungschefs getroffen, um dann die allgemeinen Leitlinien festzulegen. Das große Ganze, in Deutschland nennt man das die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin. Und die Details wurden dann eben am Sonntag auf dem Ministerrat, der Finanzminister ausgehandelt. Also eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Wenn dann natürlich nicht das Marktgeschehen drumherum gewesen wäre. Es gab seit Freitagmittag Hinweise, dass in der Tat besonders stark gegen den Euro spekuliert wird. Und die EZB-Spitze hat dann mit den Staats- und Regierungschefs vereinbart, dass eben in der Tat weitere Hilfsprogramme aufgelegt werden müssen, die dann natürlich von den zuständigen Fachministern am Sonntag, also den Finanzministern, besprochen worden sind. Deswegen sind die Finanzminister am Sonntag nochmal zusammengekommen. Also ein ganz normaler Vorgang letztendlich. Und sie mussten am Sonntag zusammenkommen, letzter Punkt, weil eben am Montag dann wieder die Börsen geöffnet haben. Du weißt, um 2 Uhr morgens europäischer Zeit öffnen die Börsen in Tokio. Und bis dahin müssen eben alle wesentlichen Entscheidungen, die börsenrelevant sein können, getroffen sein. Sonst hätten die unser Geld totspekuliert, nicht? Kaputt spekuliert. Kaputt spekuliert hätte sein können, totspekuliert, das glaube ich nicht so sehr. Der Euro ist nach wie vor in meinen Augen eine sehr solide Währung. Ja, aber war auch der Obama hat ja angerufen, nicht? Das ist ja ganz besonders interessant. Glaubst du, dass die EU-27 sich zusammengerauft haben? Weshalb? Weil der angerufen hat, um die Spekulation gegenüber dem Euro nicht, um der nicht weiter freie Hand zu lassen. Und es hat natürlich, haben wir auch zu viele Zeit gebraucht, ehe wir mit Griechenland angefangen, Nägel mit Köpfen gemacht haben. Ist das nicht so? Also ich glaube, man braucht nicht unbedingt den US-Präsidenten, damit man hier in Europa aktiv wird. Das schaffen wir in Europa auch selber. Aber letztendlich ist es ja nicht so, dass die Europäische Union in den letzten Wochen die Hände in den Schoß gelegt hat, sondern sie hat schon Maßnahmen angekündigt zunächst. Und dann hinterher eben auch umgesetzt. Wir haben ja letztendlich mit dem Thema der Griechenland-Krise
schon einige Monate zu tun. Und der Europäische Rat am 25. und 26. März hat ja auch damals schon vor jetzt mittlerweile 7 Wochen beschlossen, dass man Griechenland helfen will. Nun war es natürlich nicht so zu dem Zeitpunkt, dass Griechenland dort schon die Hilfe angefordert hat, sondern erst einmal gesagt, momentan brauchen wir diese Hilfe nicht. Diese Anforderung kam ja jetzt erst vor 10 Tagen. Und dann ist man eben auch sehr, sehr schnell tätig geworden. Also ich glaube schon, es bedarf keines US-Präsidenten, dass die Europäer diese Themen und Probleme lösen. Was man sicherlich hätte machen können, ist etwas frühzeitiger, nämlich schon Ende März, bestimmte Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Da gebe ich dir von deiner Frage her durchaus recht. Da hätte ich mir gewünscht, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs schon etwas aktiver gewesen wären. Aber letztendlich ist die Sache jetzt so gelaufen und ich glaube, dass wir aber noch rechtzeitig, was Griechenland betrifft, eben jetzt in der letzten Woche die Kurve gekriegt haben. Und die nachkommen. Die Summen dieses Rettungsschirms, des Rettungspakets, die sind ja gewaltig. 60 Milliarden von der EU-Kommission, 440 Milliarden von den 27 Ländern sollen die zusammenkommen und dann noch 250 Milliarden vom internationalen Währungsfonds. Es geht ja die Rede jetzt von der Schaffung einer Gesellschaft privaten Rechts in Luxemburg. Genau. Wo soll das Geld dann herkommen? Ja gut, du hast ja letztendlich schon die drei Akteure genannt. Einmal hat die Europäische Kommission über ihre Möglichkeiten eben jetzt in Auftrag gegeben, dass man dort 60 Milliarden Euro an Kreditlinien zusätzlich bekommt, die dann dieser Gesellschaft auch mit zur Verfügung gestellt werden. Dann sollen die einzelnen Mitgliedstaaten Gelder als solches zur Verfügung stellen, allerdings als Garantie. Das sind Garantien, nicht Geld, was diese sofort Gesellschaft, genau, diese Gesellschaft soll an den internationalen Kapitalmärkten Gelder aufnehmen und die werden dann garantiert von den Mitgliedstaaten, die wiederum an diesen Geldern einen prozentualen Anteil, wie nach der Verteilung bei dem Euro-Anteil haben. Das heißt also zum Beispiel, für Deutschland würde das rund ein Anteil von 30% an dem Gesamtvolumen von 440 Milliarden nur für die Länder machen. Und der dritte Akteur ist der Internationale Währungsfonds mit 250 Milliarden Euro. Das ist Euro. Mehr als dessen Kapital. Das ist momentan mehr als dessen Kapital, aber auch der Internationale Währungsfonds wird natürlich dort erstmal mit Kreditlinien das Ganze händeln und zur Verfügung stellen. Und ich bin sehr, sehr dafür und bin auch sehr froh, dass der Internationale Währungsfonds mit dabei ist, weil die europäischen Länder alle Mitglieder des Internationalen Währungsfonds sind und über diese Anteile eben sowieso dort den Währungsfonds auch ganz entscheidend mitbestimmen. Und von daher ist es auch richtig, dass der IWF damit einbezogen wird. Aber jetzt scheint man sich aber auch einig zu sein, dass es ohne eine sogenannte Wirtschaftsregierung und ohne eine Verstärkung des Stabilitätspakets und der Einführung effizienter Sanktionen für die Länder, welche zu große Defizite haben und zu hohe Schulden anhäufen, dass es nicht mehr geht. Aber ich stelle mir immer die Frage, schaffen die Länder das denn überhaupt, diese Sanierung ihrer öffentlichen Finanzen? Ich weiß, Lettland hat es geschafft. Die haben sogar die Gehälter der Staatsbeamten um 30% gekürzt. Also wenn man in Luxemburg nur 0,5% erwägen würde, dann wäre das schon nicht möglich. Wir würden sowas nie fertig bringen in Luxemburg. Wir haben auch ein zu hohes Defizit. Aber wir bringen es nicht mal fertig in dieser Situation, um unsere gleitende Lohnskala, die Indexanpassung, die automatische, um die ein bisschen zu mobilisieren, obwohl unsere Wettbewerbsfähigkeit abgenommen hat, so wie das bei den Griechen angefangen hat. Und ich muss sagen, müsste denn nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder ein weiteres Kriterium im Stabilitätspakt sein? Absolut berechtigte Frage. Ich glaube, dass die Wettbewerbsfähigkeit ein ganz, ganz wichtiges Kriterium dafür ist, wie leistungsfähig natürlich ein Staat ist. Und es hat, wenn man sich die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten und vor allen Dingen auch der Länder der Eurozone anguckt, dort sehr unterschiedliche Entwicklungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gegeben. Insofern, denke ich, sollte man viel, viel genauer darauf achten. Wichtig ist aus meiner Sicht,
dass wir eben über eine verstärkte Koordinierung der Wirtschaftspolitik insgesamt in Europa nachdenken. Und da muss eben so ein Kriterium eingefügt werden. Da brauchen wir eben auch Punkte, wo wir ganz genau darauf hinschauen, wie zum Beispiel eine bessere Abstimmung auch in der Arbeitsmarktpolitik. Wenn wir das zum Beispiel sehen, was dort in einigen Ländern passiert ist, dann muss man da sehr stark gegensteuern. Also wir werden dann in Straßburg nächste Woche eine Debatte hier zu führen. Das Parlament will ja auch irgendwie eingebunden sein. Und dann können wir noch weiter darüber berichten. Ist so nicht für heute. Vielmals merci. Und dann bis die nächste Woche. Dankeschön.